Meine Damen und Herren, willkommen im Video. Skrupa. Ein Buchstabe. Z, Baba. Z und die Lippe. Was suchen Sie? Wie geht's über die? Hä? Hä? Gökhan? Hast du den Namen gesehen? Ich hab den Namen gesehen, nur deutsche Studenten. Genau so, ey, Wallah. Ja, Bruder. Wer will was machen? Keiner kann was machen. Jungs, der Laden, in dem wir heute essen werden, heißt Kebab vs. Attitude. Weißt du, was Kebab vs. Attitude bedeutet? Ja, natürlich, Bruder. Was denn? Keine Ahnung. Attitüde, genau. Ich glaub, Alter. Ich sogar Aldi-Tüte. Kebab mit Aldi-Tüte. Mann, eine Aldi-Tüte umsonst? Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Zeig mir schon mal ganz kurz die Küche. Die sind doch die Spieße, Alter. Ey, es geht hier voll rund, Mann. Also, das sieht nicht aus wie ein herkömmlicher Dönerladen, ich sag euch ehrlich. Gökhan, was sagst du? Ich vermisse meinen Murat Abi, der mir immer Döner schneidet. Digga, weißt du, wie ich mich gerade fühle? Richtig. Nobel Restaurant. Kennst du umpassen? Hast du mal Döner im Kerzen nicht gegessen? Digga, wir dachten, du bist der größte Almanland. Guck mal bitte, was hier steht, Alter. Walla vegan. Sag Walla ist nicht vegan. Sag Walla ist nicht vegan. Guck mal, Turschuh. Esme. Bruder, die haben hier alles. Ich gehe hinten auf Toilette unten. Ist einfach wie Disco, so Techno-Musik und so läuft. Disco? Disco, da bin ich dabei. Digga, was ist das für ein Musikladen? Was ist das, Bruder? Mit am Start. Fahrrad von Tahir war schon immer hier. Weil ich einfach 20 Stunden vorher öfter als war. Digga, wie fühlt sich das an, dass ein anderer mal die Kamera hält? Krank. Voila, krank. Rap mal jetzt. Wirklich kein Bock. Freunde, das ist der Chef vom Laden, Dennis. Nee, das stimmt nicht. Hi, grüß dich, Digga. Alles klar? Ja, bei dir? Danke, danke. Sehr, sehr cooler Laden auf jeden Fall, danke, Alter. Danke. Wir haben Hunger mitgebracht. Ja, wir haben Hunger gut. mitgebracht. Wir sind alle sehr auf Fasten schön. Und wir werden den Laden heute auseinandernehmen, glaubt mir. Ja, okay. Ich mache euch jetzt gleich zum Fastenbrechen, mache ich euch einmal eine Suppe. Applaus für die Suppe, ja. Jungs. Aus Bursa bis nach Berlin-Mitte. Mach uns einmal die ganze Karte. Zuletzt haben wir Käsedöner gegessen mit dir. Geil. Weißt du, wie viel Klicks das Video gemacht hat? 250.000. Wir haben ein Käsebrötchen gegessen, Bruder. Jungs, unser Wasser wird sogar mit Minze und Zitrone serviert. Weißt du, was Minze bedeutet? Bruder, Minze. Frischer Atem. Happy Iftar, Jungs. Allah kabul etsin. Essen wird doch so 49 Minuten dauern, wa? Ja. Was heißt das? Bruder, du willst jetzt nicht wirklich dein Fass mit Zigarette aufmachen. Mag das einer zu viel, Bruder, ich sag dir ehrlich. Hör zu. Hör auf, Bruder, mach das nicht, Wallah, mach das nicht. Du hast das gerade nicht wirklich getan, Wallah. Allah kaul jetzt, Bruder. Ich hab doch mit Wasser aufgemacht, Digga, du hast die Leute nicht gemacht. Wichtig bei Mergi Make Chorba, Zitrone. Scharf komplett rein. Das muss genau so aussehen. Habt ihr die geheime Zutat rausgeschmeckt? Was ist die geheime Zutat? Speck natürlich. Er hat ein bisschen anderen Humor, weil er frisch schmeckt. Freunde, falls der Ton nicht so gut ist, wir sind gerade im Club Döner essen. Es tut uns leid. Und Jones, wie schmeckt's? 1 bis 10, eine 8. Geh ich mit. Geh ich mit. Ja. Wir sind doch da, meine Damen und Herren. Queenie Feta Fritters. Ja, kennt man als Mühlschwelle halt ein bisschen mit Feta, als Nugget-Style gemacht. Chicken Empanadas Hummus. Lass euch schmecken. Du bist es. Jungs, lasst euch schmecken. Dankeschön, Mann. Türkische Empanadas. Weil es gibt ja eine türkisch-argentinische Freundschaft, weißt du ja, ne? Sicherlich. Ja. Hummus mit Empanadas. Ist das ein Türke oder ein Mexikaner? Bei einem anderen, oder? Ein argentinischer Bode. In Germany we say, one of the burger nicht geschmeckt. I came all the way from Germany just for this delicious burger. Very good, tasty burger. To all my friends in Germany we say, Wallah, der Burger hat nicht geschmeckt. All my friends told me about this burger. Und wartest noch mal, ja, irgendein Interview oder so, was? Ja, in Pakistan, ich hab keine Sinn. Er geht Burgerladen in Pakistan. Weißt du, was die sagen? Ich hab eine Kamera auf ihn, die sagen, er hat den ganzen Weltweg aus Deutschland gemacht, damit er diesen Burger isst. Was sagt der? In Germany? Did you say with that, Wallah, der Burger hat nicht geschmeckt? Falafel mit Hummus.
wollten Döner essen, er hat mit uns Museum-Tour gemacht. Wallah, wir wollten Döner essen. Wir haben alles andere außer Döner gegessen. Alter, zeig mir auf Karte, das ist von Indien bis Argentinien. Sein Teller ist ganz normal arabisch-libanesisch. Er hat daraus Dings gemacht, äthiopisch-kolumbisch. Döner fängt im Kopf an. Döner fängt im Kopf an. Maschallah, dieser Trüffel. Maschallah, dieser Trüffel. Ja. Ey, das sieht sehr, sehr brutal aus. Was haben wir noch? Hier haben wir unseren Döner. Den OG. Den OG. So wie ein Iskender-Kebab. Ja. Yeah. Brot. Smoky. Smoky Chicken Pita. Smoky Chicken Pita. Genau. Ja, das sieht gut aus. Ah, mit Röstzwiebeln sogar. Oh. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist ein Kebabladen. Angelehnt auf mexikanische Küche so ein bisschen. Bisschen von alles, ne? Eine Reise um die Welt. Das ist eine Reise um die Welt. Mag zu erklären. Weißt du, du hast erstmal deinen Iskender, deinen Anke. Ja. Weißt du, so Istanbul und Antalya. Ja. Dann wir haben unser Berlin-Döner. Ja. Dann Trüffel, dann Mango, Barbecue, vegan. Weißt er fängt euch an zu rappen, passt auf. Ja, ja. Und hier ist das Chickenfleisch. Das sieht sehr clean aus. Ihr seid es. Wir sind es. Oh, wow. Baby. Beiß mal direkt rein. Wow, das ist eine schöne Barbecue-Soße. Seiten an sich, Querschnitt. Tomatensoße, Iskender-Style. Ja, mäßig. Oh. Lüg mich nicht an. Farad? Wie kennen wir das, oder Farad? Ich hab dasselbe wie er, schmeckt Toastkraft. Ich sag euch, wie es ist. Messe, total schade. Linsensuppe war okay. Merkt euch auf jeden Fall. Döner fängt im Kopf an. Ich habe schon probiert, dieses Dönerfleisch schmeckt nicht ganz normal, das ist anders ein bisschen. Dieses Fleisch ist sehr anders. Im Großen und Ganzen ist es okay. Ist gut. Schmeckt gut. Ich weiß zwar nicht, was wir bestellt haben, aber es sieht wie Döner aus. Digga, es hat was mexikanisch-türkisches. Juicy? Wow. Wow. Ihr müsst euch vorstellen, ein Iskender im dünnen Brot. 100%. Oh mein Gott, kurz der Angriff. Oh mein Gott. Das sah saftig aus. Wallah, ein Brot war auch krass. Guck mal, und jetzt sag nicht 10 von 10. Sag ich, es ist ein 10 von 10. Oh, der ist es. Mal nochmal hier. Also wenn ihr hinkommt, müsst ihr auf jeden Fall den OG probieren. 100%. Es wird Zeit für den Trüffel-Döner-Teller, meine Damen und Herren. Guckt euch das an. Es sieht aus wie ein Picasso mit Pommes. Also wir haben hier Kartoffeln, Biber, Fleisch und diese Trüffelsoße. Ja. Mmh. Digga, diese Kartoffeln. Nein. Ja, diese Kartoffel probiere ich danach 100% auf. Wallah, krass. Was man sagen kann, es schmeckt nicht wie ein herkömmlicher Dönerladen. Der ist schon sehr modern und sehr anders, Bruder. Guck mal, bei einem typischen Dönerteller hast du zum Beispiel Salat, was da so steht. Aber guck mal hier, Bruder, das ist so Feldsalat, oder? Und Granatapfel, ja. Feldsalat und Granatapfel in einem Dönerteller. Das sieht gesund aus. Okay. Sieht sehr gesund aus. Das ist so ein Dönerladen, wenn ihr euer erstes Date habt mit einer Perle, dann kommt hier essen. So, ihr wollt Döner essen, aber ein bisschen feiner. Das ist die feine Dönerart. So mit Hemd und Jogginghose. Das war sehr gut erklärt, Mann. Das ist genau so ein Ort. Die Rechnung ist da. 127 auf 3 Nacken. Einfach Ozan hat einen Bitcoin gekauft, ja? Einfach das Ethereum geholt. Ich habe noch nie in meinem Leben in einem Dönerladen 130 Euro Rechnung bezahlt. Guck mal, ich sag dir offen und ehrlich. Ich sag dir offen und ehrlich, er trinkt Espresso für 7 Euro. Da kriegst du Espresso, ja, mein Jack. Guck mal, wenn ich meine mathematische Fähigkeit anstrenge, 130 Euro. Ich guck gerade auf den Teller, ja? Diese Pommes kostet 4 Euro. 3 Döner? 900 Euro? 900. Lack, Leute zahlen Miete 500 Euro. Du hast mir Vortrag gehalten, Habibi. Vorträge hast du mir gehalten. Ja, okay, ich gebe dir 100, 130 Euro.
Wenn ich dir 130 Euro gebe, ich muss 4 Jahre bei dir essen kommen. Mit Werbung noch drauf. Du bringst Suppe mal Suppe, Getränke mal Getränke aufs Haus. Welches Haus ist das, Bruder? Bruder, wir sind doch da. Guckt euch mal diesen schönen Südlatsch an. Oh mein Gott. Farad, Pakistan again, Jojo. In Germany we say. Nein, Deutsch schmeckt gut, Alter. Nimmst du noch auf? Nein. Ey, ist das ein Müll. Ich weiß. Mark Jungs, Farad ist der erste Mensch, der in einem Dönerladen gerade Espresso getrunken hat. Sei mal so ruhig, Farad. Geilsten Zettel vom Dönerladen. Bruder, kennst du diese Penner, die bei Typico Shane machen? Diese 50 Cent Shane? Mit 20 Spielen? Die gucken so von unten nach oben, die machen bestimmt immer so Haken. Alter, ich hab da eine Wette, ich schwöre, er hat da davon 900 Stück und sein Haken. Alter, guck, diese eine kommt nicht, er hat seine noch besser. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Outro von diesem absolut cringen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, und wenn ihr noch mehr von dieser Konstellation sehen wollt, dann gebt ihr mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wird uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao und Kakao.